Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play God of War Ascension. Ich habe jetzt gerade eben, als ich neu geladen habe, etwas zu spät auf Pause gedrückt, weil ich nicht mehr dran gedacht habe. Und wir stehen jetzt einem Bosskampf gegenüber. Ich werde jetzt aber vorher hier erstmal kurz die Waffe noch aufladen oder beziehungsweise ja, verbessern. So, jetzt haben wir mich Eis Poseidons fertig und können uns jetzt den Blitz des Zeus annehmen. Auch hier werde ich gerade mal verbessern. So, Zeus Verzweiflung ist L1 und Viereck. Muss ich dann mal ausprobieren. So, mit den restlichen 150 gehen wir nochmal aber auf die normale Waffe. Bringt zwar nicht großartig was, aber ja, immerhin. So, jetzt will ich das mal probieren. L1 und Viereck. Autsch, ich stand die ganze Zeit in der Flamme. Au! Moment. Ich will... Ah, verstehe. Okay. Okay. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich an den Rand komme. Ah, jetzt ist er auf jeden Fall mal unten. Jetzt komme ich eher an den Rand. Wahrscheinlich hätte ich gerade eben nur die ganze Zeit ausweichen müssen oder so. Oh, 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 oh. Ah, jetzt bestimmt wieder ausweichen. Oh ja, klar. Voll reingekullert. Jetzt ist er wieder unten. Okay. Ah, das paralysiert mich irgendwie oder sowas. Okay, R1. Jetzt muss ich irgendwas Böses mit dem machen. Okay. Schnell ausweichen. Okay, ich muss also seinem Feuerkrams ausweichen. Und dabei immer mal wieder auf ihn draufhauen. Das war knapp. Kreis, 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 ganz schnell, ganz schnell. Hat das jetzt was? Ging das? Oh ja, das ist schön. Wir machen ihm die Flügel oder beziehungsweise ein Flügel ab. Jetzt kann er uns nicht mehr von der Luft aus angreifen. Das ist auf jeden Fall praktisch. Aber dummerweise holt er sich jetzt so diese kleinen Drachen da wieder. Die sind nicht so toll. Jetzt greifen die uns natürlich von der Luft aus an. Ist der ekelhaft. Naja, also ich werde jetzt erstmal nicht auf die Kleinen gehen, weil genau, weil ich mich den erstmal platt machen will, bevor er mir immer wieder neue holt. Oh, ausweichen. Das war gut. Schnell wieder ausreichen. Los, komm. Bin ich jetzt ausgewichen? Ja. Holla, die Waldfee. Jetzt kann ich mich nämlich um die Kleinen hier kümmern. Jetzt habe ich viel mehr Ruhe. Gut, die sind zwar auch tierisch nervig, aber naja. Oh, die Musik bei God of War ist immer so tierisch laut. Ich hoffe, ich kriege das mit den Rändern halbwegs hin, dass, ja, dass man mich gut versteht. Und ja, es euch aber trotzdem nicht zu laut ist oder so. Okay, wir haben alle drei Schlangen betätigt, sind jetzt diesem Endgegner eigentlich ganz gut davongekommen. Und jetzt will ich meine letzten Punkte gerade nochmal ausgeben. Ja, ich weiß, aber ich mache das so gerne. So. Ups, wieso will ich denn immer nach hinten rollen? Ist ja schlimm. Achso, ja genau, weil ich versucht habe, Bild zu drehen. So, dann gucken wir mal, was jetzt Schönes passiert. Also irgendwas machen wir. Ich sehe nichts. Achso, anscheinend haben wir irgendwie nochmal, keine Ahnung, so ein bisschen die Energie nochmal erhöht, damit die Schlangen sich jetzt bis zum Ende bewegen und der Tempel freigegeben wird.
So, auch wenn God of War jetzt nicht ganz so viel Sprachausgabe hat wie jetzt vielleicht RPGs oder sonst irgendwas, dachte ich mir, ich werde trotzdem mal in der Zeit, wo die Sequenz läuft, nichts sagen. Einfach um ja, die Stimmung nicht zu zerstören, würde ich jetzt mal sagen. So, wir kommen jetzt in das nächste Gebiet und haben hier jetzt diese komischen Eishöhen oder Höhlen oder wie auch immer das hieß, hinter uns gebracht. Und ich kann mich daran erinnern, das war der erste Ort, wo ich ein bisschen länger hing. Nicht irgendwie, weil ich Kämpfe versaut hätte oder sonst irgendwie was, sondern ja, es gab da einen Moment, wo ich einfach nicht weiterkam, wo ich nicht wusste, wie geht's denn jetzt weiter. Obwohl ich ja die Lösung auch probiert hatte, nur muss beim Probieren wohl irgendwie was schiefgelaufen sein oder so. Und ich habe es dann angenommen, dass es nicht so weitergeht. Der Tempel von Delphi. Und wieder haben wir einen, ja, naja, Bosskampf würde ich nicht unbedingt sagen. Es ist ein stärkerer Gegner. Der haut jetzt auch die ganze Zeit immer von uns ab, deswegen müssen wir mal aufpassen. Autsch. Na, ich will mal wechseln. Feuer? Oh ja, das sieht gut aus. Autsch. Bloß weg, bloß weg, bloß weg. Oh mein Gott, ey. Jetzt ganz, ganz schnell wieder wegrennen. Gut, okay, also das kann ich schon mal ganz gut ausweichen mittlerweile. Man muss nur wissen, was er macht. Ah, schnell ran. Hopp, hopp, hopp. Ganz viel Kreis drücken, okay. Ja, es ist besser, man wartet immer noch mal kurz ab, dass man sieht, ob man eine bestimmte Taste drücken muss oder dass man vielleicht normal angreifen muss. So, komm her, Hundi. Ach, der brennt jetzt, oder was? Oder wie? Aha. Naja, gut. Wir haben es geschafft und können jetzt weitergehen. Oh, ich finde die Statuen so toll, die die hier hingestellt haben. Das sieht richtig klasse aus. Also wenn es so einen Ort geben würde, ich glaube, die Leute würden dahin pilgern, sage ich jetzt mal, und total fasziniert sein. So. Ich hoffe, meine Katzen machen mir keinen Strich durch die Rechnung. Ich habe mich hier mir so eine Kiste hingestellt, wo ich so ein paar Klamotten reingemacht habe, die ich bei eBay verkaufe. Und was machen die Katzen? Die wollen natürlich die Kiste aufkriegen. Und dann sind sie da am, hubala, jetzt sind sie da am gucken und machen und versuchen in die Kiste zu kommen und was ja mal gar nicht geht. Und ja, keine Ahnung. Die ärgern mich heute schon den ganzen Tag. Gut, jetzt können wir auf jeden Fall mal hier hochgehen. Und ja, das sieht richtig cool aus. Meine Güte. Naja. Genau. Und zwar werden hier an dieser Stelle das erste Mal diese komischen nebelartigen Waben, was auch immer, nochmal erscheinen. Zeige ich euch gleich, wie das funktioniert. Ich will jetzt erstmal hier hinten gucken noch. Hier ist auch eine Tür. Erstmal gucken wir uns das an, was das sagt. Versperrte Tür. Diese Tür kann nicht geöffnet werden. Haha, denkst du? Und zwar können wir nämlich gleich, erstmal gucke ich jetzt hier noch. Apollo, der Retter Delphis. Oh, das sieht echt klasse aus, meine Güte. Dank sei Apollo für die Zähmung des mächtigen Python, der unser Orakel bedroht hat. Die Python, na klar. Und zwar, die verschlossene Tür können wir nicht öffnen. Können wir jedenfalls nicht auf normalen Wege. Jetzt kommt dieses nebelartige Zeugs, ja, zum Zuge. Das muss wie so eine Art Verschiebung der Realitäten sein oder irgendwie sowas, vielleicht so ein Zeitsprung, so in so und so vielen Jahren, wenn dann alles verrottet ist oder keine Ahnung. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht ganz erklären. Auf jeden Fall ist es ganz gut dafür da, dass jetzt die Sachen hier ja verrotten. Und dann können wir nämlich die Tür hier zerstören. So. Und hier bekommen wir
Eine Phönixfeder. Wir haben jetzt 1 von 5 Phönixfedern. Unser Mana wurde ja erst vor kurzem wieder aufgefüllt. Und hier haben wir das 4. Gorgonenauge. Da kriegen wir auch bald wieder neue HP. Notiz des Propheten Castor. Nach der göttlichen Vision des Orakels Aletheia darf man dem heiligen Nebel nicht gestört, darf der heilige Nebel nicht gestört werden. Alle unbestätigten Visionen dürfen nur dem Propheten enthüllt werden. So, so. Ja, und jetzt, gerade jetzt, muss meine Katze natürlich Trockenfutter fressen. Ja, achtet nicht drauf. Das ist unglaublich, das ist immer so übelst laut, als ob hier irgendwie, keine Ahnung, sonst was zerlegt wird. Gut, müsste eigentlich auch so funktionieren. Genau, wir haben die Tür aufgekriegt. Und jetzt holen wir uns erstmal diese Kisten hier. Ganz in Ruhe. Ich glaube, da vorne kann man noch irgendwas mit dem Nebel machen. Da will ich aber erst schauen, was da gemacht werden muss. So, hier gibt's nichts. Hier ist auch nichts mehr. Gut, gehen wir einfach mal weiter. Hier ist auch nichts. Und ich glaube, von hier sind wir gekommen. Ja, also können wir nur den einen Weg nach vorne gehen. Irgendwo war das hier, wo ich dann hing. Das sage ich euch dann, sobald es soweit ist. Was ist das hier? Ah, okay, das ging ganz normal auf. Genau, und zwar ist das diese Stelle hier. Erstmal kriegt ihr natürlich eine Sequenz. Schnell, bevor der Meister kommt. Du! Wir haben euch alles gegeben, was ihr benötigt. Und dennoch habt ihr versagt. Die Statuen sollten längst vollendet sein. Ihr habt uns eine sehr schwere Aufgabe gestellt, Herr. Meine Brüder, sie brauchen Nahrung und Ruhe. Du wurdest nicht nach deiner Meinung gefragt. Wer ist der Nächste? Du bist ab sofort verantwortlich für die Vollendung der Statue. Wie ihr wünscht. Wir hoffen, deine Arbeit taugt mehr als die deines Freunds hier. Wir ertragen euren Anblick nicht mehr. Ihr macht uns krank. Nutzloses Pack, erbärmlich, jeder Einzelne. Ja, diesen Typen werden wir nachher auch noch zu Gesicht bekommen. Was heißt nachher? Später im Spielverlauf noch. Und wir müssen uns merken, das ist mir nämlich jetzt erst aufgefallen, dass man hier eigentlich den Hinweis bekommt. Wir müssen ihm ja so gesehen folgen. Diese Sanduhr muss nach unten, damit, oder das Gewicht muss nach unten, damit dieses Podest nach unten fährt. So, jetzt erkläre ich euch erstmal, wo ich nicht weitergekommen bin. Und zwar haben wir hier eine Tür. Genau. Und wir haben hier auf der Seite eine Tür. Jetzt gehe ich erstmal hin. Und natürlich hier die Nebel. Habt ihr ja schon gesehen. So. Zwei Türen. So, jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt man jetzt hier weiter? Da wir aber jetzt mittlerweile schon wissen, wir können durch die Betätigung des Nebels diese Türen verwittern lassen und dadurch zerstören. Ach ja, genau. Zerstören können wir ja da weitergehen. An dieser Stelle dachte ich natürlich erstmal, wir müssen auf dieses Podest hoch. Da habe ich bestimmt eine Stunde oder so versucht, auf dieses dämliche Podest zu kommen. Und uns wurde jetzt rechts diese Tür gezeigt. Oh Gott, ich kann ja schon laufen. Uns wurde rechts die Tür gezeigt, die wir zerstören können. Das machen wir auch jetzt gerade mal. Müssen uns beeilen, bevor das hier wieder vorbei ist. Ah ja, genau. So, das brauchen wir jetzt. Ich glaube, das hatte ich schon, aber ich habe es jetzt lieber trotzdem nochmal aufgehoben. Oh, ich muss den irgendwie das Schild aus der Hand drücken.
Boah, bloß weg. Puh, das war knapp. Also der Kleine haut mehr rein als der Große, das ist unglaublich. Autsch, verdammt nochmal. Ich muss, glaube ich, mal das Element wechseln. Mal Eis machen. Erstmal killen wir jetzt den. Oh, schnell Kreis, 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 Kreis. Oh Mist, jetzt ist der natürlich wieder... Sekunde. Nee, ich will, ehrlich gesagt, will ich das noch behalten, was ich jetzt gerade habe. Das Schild hole ich mir nachher, glaube ich. Der hält ganz schön was aus, meine Güte. Hui. Ach, cool. Kann ich den jetzt zerstören, oder was? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, ja, jetzt öffnen sich erstmal natürlich diese Türen. War das hier? Nee. Hier war das, glaube ich. Genau. Wobei, erstmal gucken wir jetzt hier oben lang. Und zwar hier oben hat sich ja schon was geöffnet gehabt. Dort können wir neben ein paar Orbs auch noch ein bisschen was abstauben. Habe ich jetzt alles erwischt? Nee, okay, ich sah jetzt gerade so aus. Aber wir gucken uns das Bild hier mal an. Der heilige Nebel von Delphi. Göttliche Vision. Der heilige Nebel enthüllt Leben und Tod von allem, das er berührt. Sieh an, sieh an. Das macht der Nebel also. Ja, auf jeden Fall. Hier haben wir auch noch ein bisschen Heilung und ein paar Orbs. Ihr könnt hier echt alles zerstören. Also diese ganzen Liegen und die Kissen sogar. Also ihr könnt echt alles kaputt machen. Wie gesagt, es gibt ein paar Orbs, jetzt nicht allzu viele, aber doch, es lohnt sich. Also ich würde sagen, es lohnt sich. Ich bin hier immer alles am Zerschnetzeln. Jetzt holen wir uns erstmal wieder die Heilung. Und die Orbs. Und machen den Rest kaputt. Also ihr seht, wir haben jetzt schon über 4000 Orbs wieder. 4300 doch, also ich glaube, das bringt ja schon fast mehr Orbs als diese komischen Kisten hier. So. Na, Kissen, komm. Dich kriege ich auch noch klein. Hallo? Jetzt. So, mal gucken. Moment kurz. So, entschuldigt, musste meine Katze wieder davonjagen. Aber wieso kriege ich denn diese Blöde jetzt? Okay, also hier können wir jetzt weiter nichts machen. Jetzt gehen wir erstmal hier hinten hin. Da hatte sich ja eine weitere Tür geöffnet. Dum, dadum, dadum. So, hier haben wir nämlich auch wieder Nebel. Ach, hier ist auch was zu lesen, sehe ich gerade. Die Entdeckung, dass der Schlüssel zu meiner Vision Licht und Dunkel ist, sollte mich erleichtern. Doch mit jeder Erkenntnis steigt nur die Furcht vor dieser geweissagten Zukunft. Aletheia. Ach, sorry, wieder da. Meine Güte, jetzt musste ich die Katze doch ganz raussperren. Die hat immer wieder in diese blöde Kiste gekrabbelt. Ist immer wieder in diese Kiste gekrabbelt. Also auf jeden Fall, wir hören hier ein bisschen mehr über Aletheia. Aletheia ist das Orakel, die Weissagungen macht und Visionen sieht. Wir werden sie später auch noch kennenlernen. Hier ist der Nebel. Den brauchen wir gleich noch. Da ist noch was zum Kaputtmachen. Okay, ich glaube, hier war es das. Ich zeige euch mal, was der Nebel jetzt hier in dem Raum macht. Und zwar kommt dieses Teil hier runtergestürzt und, ja, wie gesagt, alles verwittert und verrottet und was weiß ich. So, jetzt warten wir mal, bis alles wieder weggeht. Wir hören dann im Hintergrund auch irgendwann wie so eine Uhr oder sowas. Genau, jetzt ist alles wieder normal. Und jetzt, an dieser Stelle, müssen wir nämlich hier diese Statue nehmen. Eigentlich ziemlich einfach zu erraten. Jetzt muss ich dann doch mal dieses Teil hier nehmen, sonst ist es im Weg. So, na? Achso, ich muss es festhalten. Und am schnellsten schiebt ihr eigentlich, wenn ihr von, ja, von der Schieberichtung, also wenn ihr nicht zieht, sondern wenn ihr schiebt, wirklich. Bleib hier. So. Das kommt jetzt hier rein. Und das wird jetzt genau an diese Stelle hier gestellt. Oh, hier ist nochmal R1, das bedeutet. Achso, das ist hier wegen Festhalten. Gut, und jetzt gehen wir nämlich wieder auf den Nebel.
Jetzt kommt das runter, aber kann halt nicht ganz runterstürzen. Jetzt müssen wir natürlich noch hier hin. Und wir können hier rein. Mal sehen, was wir jetzt hier Schönes kriegen. Eine weitere Phönixfeder. Dann hier drüben. Bestimmt ein Gorgonenauge. Genau. Ach cool, jetzt haben wir 5 Gorgonenaugen. Und jetzt wird wieder unsere HP-Leiste ein bisschen aufgefüllt. Sehr schön. So, noch ein paar Orbs. Und dann können wir nämlich eigentlich auch mal die Waffen verbessern wieder. So, schauen wir mal. Hier brauchen wir 12.000. Ja, wir machen das jetzt hier erstmal. Ich mag lieber mal einen was fertig machen. Besonders braucht das ja jetzt hier nicht ganz so viele Orbs. Deswegen ist mir das lieber. Genau. Und jetzt brauchen wir hier noch 4.000 Orbs. Moment, das machen wir dann so, dass wir die restlichen Orbs dann doch hier erstmal auf dieses Schwert geben. So, dass man auch ein bisschen was sieht dort. Genau, das an der Stelle. Da sind wir jetzt hier fertig und dann habe ich die ganze Zeit gerätselt. Wie geht es weiter? Und ich hatte probiert und ich habe gemacht und ich habe ewig lang gehangen und ich musste dann doch mal YouTube gucken, wie es denn nun weitergeht. Weil ich hatte damals, wie es ja relativ logisch erscheint, bin ich in den Nebel, bin dann hier zu dieser Tür gegangen und habe auf die eingeschlagen, aber nichts ist passiert. Keine Ahnung, was das war, ob das ein Bug war oder sonst was. Es geht aber auf jeden Fall. Also ich hätte theoretisch noch nicht mal gucken müssen. Es war einfach nur, dass ich es probiert habe und es hat nicht funktioniert. Und ich hatte dann dummerweise auch gleich aufgegeben und dachte mir, nee, da muss es dann eine andere Lösung wohl geben. Naja, aber es war nicht so. Ach Gott, die hier. Autsch. Ah, das ist so nervig. Also ich muss sagen, ich greife ja am liebsten aus der Luft an, weil man da relativ sicher ist. Autsch, 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 autsch. Ja, klar, haben wir sie. So, R1. Gut, und wieder öffnen sich 2 Türen. Auch hier war es damals so, dass ich mich etwas geärgert hatte, weil... Naja, ich erzähl's gleich. Das Orakel von Delphi und seine Helfer. Gesegnet ist die Auserwählte, die die Augen trägt. Sie erkennt die Wahrheit in uns allen. Ja, wie ihr sehen könnt, das ist mir damals nicht aufgefallen. Das fällt mir jetzt erst irgendwie auf. Und zwar ihre Augen. Also sie ist ja die Seherin, aber wie man sehen kann, sie ist blind. Also sie kann nichts sehen und aus ihren Augenhöhlen oder was auch immer scheint auch Blut zu kommen. Nicht ganz lecker, aber ja. So, und zwar, hier gibt's, habe ich mich wie gesagt damals ziemlich geärgert. Ich habe hier irgendwie aufgegeben, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Ich weiß es leider irgendwie immer noch nicht, beziehungsweise hatte ich mal die Vermutung, wie es gehen könnte, aber ich habe es nie ausprobiert, muss ich sagen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es... Nee, falsche Tür. Hoffe jetzt einfach mal, dass es dann richtig ist, was ich jetzt hier mache. Und dass ich nicht zu lange rumprobiere. Eigentlich ist es, glaube ich, ziemlich logisch, aber irgendwie das in dem Moment zu sehen, ist ein bisschen, boah, ein bisschen schwieriger. Genau, und zwar haben wir dieses Problem. Wir gehen hier drauf, das Vorderste öffnet sich, das Hinterste schließt sich. Wir gehen hier runter, das Hinterste öffnet sich und das Vordere schließt sich. So, und wir müssen aber irgendwie da durchkommen. Ach, sorry, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich hier die Kissen weiter zerstören. Noch irgendwas, was ich kaputt machen kann, oder... Ja, wie war das nochmal? Jetzt muss ich erstmal überlegen. Wie war das? Ich will nochmal ganz kurz schauen. Gut, das muss betätigt werden. Okay, weiß Bescheid. Jetzt müssen wir nämlich hier irgendwo wieder so eine Statue finden. Die war hier, glaube ich... Ah, ja, hier ist sie, genau. Nee, Moment. So machen wir das.
Und da hatte ich auch wieder probiert und probiert und probiert und probiert. Und ich wusste einfach nicht, wie ich da in diesen blöden Raum reinkommen soll. Und hatte es dann noch auf irgendwann aufgegeben, weil ich ja mal weiterspielen wollte. Ich habe da echt bestimmt 1-2 Stunden gehangen und irgendwann hat man dann halt keine Nerven mehr. Ups, das war zu schnell. So. Okay, jetzt gehen wir natürlich hier hin. Das schieben wir mal schnell wieder weg. Und jetzt rennen wir nämlich hier hin, weil das vordere ja noch geöffnet ist, das hintere geschlossen. Jetzt müssen wir warten, bis diese Erstarrung oder so wieder weggeht, damit wir hier durch können. Eigentlich ziemlich simpel, oder? Ich habe es damals aber einfach nicht gerafft. Keine Ahnung. Bisschen doof gewesen. So, dann schauen wir mal. Wir kriegen hier neue Orbs. Und irgendwas kriegen wir auch wieder. Ein weiteres Gorgonenauge. Wir kriegen ja übelst viele Gorgonenaugen. Bestimmt eine Phönixfeder. Genau. Und noch ein paar Orbs. Wie kam ich? Ach ja, genau. Ich wollte gerade sagen, wie kam ich denn hier raus? Ah, hier ist es doch schon. So. Dann können wir jetzt weitergehen. Und zwar... Ach, okay. Ups, durchgehen. Na, durch... So. Und zwar können wir nämlich jetzt im nächsten Raum diesen Nebel wieder beanspruchen. Dann passiert nämlich Folgendes. Der Boden reißt auf. Und das heißt, wir können nämlich dann auch hier runterspringen. Man hat jetzt natürlich noch die Möglichkeit zu sagen, ah nein, ich will nicht da runter, aber ich gehe trotzdem runter. Ich bin ja hier fertig. Natürlich ist es dann nicht mehr möglich, runterzugehen, hochzugehen, wenn man einmal mal hier unten ist. Gut. Ah, hier ist eine Vase. Oder? Nee. Sah nur so aus. Doch, es war eine Vase. Hier kommen wir nicht lang, aber hier ist auch irgendwas. Feuerschale oder sowas. Können wir aber wahrscheinlich nicht kaputt machen. Dann gehen wir mal weiter. Leichen? Kann ich die zerstören? Oh, ich kann Leichen zerstören. Juhu! Ja, ja, und wieder ein paar Orbs. Ich weiß, ich bin orbsüchtig, aber wie ihr sehen könnt, die bringen 150 Stück gleich mal. Und das lohnt sich, finde ich. Geht ja auch recht schnell. Mal sehen, was ein schwerer Angriff macht. Nee, das dauert nicht zu lang. Hier ist noch eine Leiche. Ach, hier ist auch noch einer. Gut, jetzt haben wir alle. Okay, jetzt kriegen wir hier wieder Heilung. Bräuchten wir jetzt nicht unbedingt so dringend, aber nehmen wir einfach mal mit. Und noch ein paar Orbs. Was ist jetzt hier? Versperrte Tür. Diese Tür kann nicht geöffnet werden. Da müssen wir wahrscheinlich wieder dieses Nebel nehmen. Werden die Seelen des Hades dir eine Hilfe sein. Okay, also die Seelen des Hades ist mit das Beste. Also was heißt mit das Beste? Das ist das, was ich mit am liebsten benutze, sagen wir es mal so. Es werden bestimmt gleich wieder Gegner auftauchen, so wie ich das noch in Erinnerung habe. Erstmal will ich hier alles zermanschen und wir gucken jetzt mal hier, dass wir noch ein bisschen was aufwerten. Wir haben immerhin 4.500. Machen wir das hier gleich. Dann haben wir das nämlich auch abgeschlossen. Und können ganz in Ruhe dann die Seele des Hades, oder wie das war, benutzen. Der Riss geht jetzt hier wieder rein. Okay. Na dann mal los. Oh ja, das mag ich wirklich am meisten. Seele des Hades. Entfesseln Sie Ihre Diener, die Seelen der Unterwelt. Das Vaporisieren von Gegnern erzeugt grüne Orbs, also es heilt uns dann. Hupsala. Total schief gegangen jetzt hier. Ich kann noch nicht mit L1R1 machen. Dauert wahrscheinlich noch ein... Oh, das war jetzt ganz schön weit unten.
Cool. Also das habe ich auch gemacht. Ich weiß nur leider nicht wie. Ich drücke immer wild auf irgendwelchen Tasten rum und dann passieren solche Sachen. Ja, also ist mit eigentlich am coolsten, weil das gerade so diese Diener der Unterwelt jetzt hervorruft und diese Hand und keine Ahnung, also das ist schon richtig genial. R1, okay. Können wir auch ein bisschen schneller angreifen und mit deren Waffen. Das ist auch ganz schön. Okay. Haben wir es also geschafft. Jetzt sehen wir hier die Elementwechsel. Links ist Feuer, rechts ist Eis, oben ist Elektrizität und unten Seele. Ich werde wahrscheinlich die meiste Zeit des Let's Plays bei Seele bleiben. Kann sich aber immer mal wieder ändern, je nachdem, ob ich aus Versehen auf eine Taste komme oder ja, es andersrum besser denke. Also, dass es besser wäre. Okay, das kriegen wir nicht kaputt. Ach du Scheiße. Das habe ich ja total vergessen. Okay, Moment. War jetzt hier nicht Eis besser oder... Ich weiß es nicht. Also die sind zum Glück relativ langsam. Das Problem ist deren riesengroßen Fetterhammer und sowas. Also die machen uns schon Probleme. Oh. Oh. Gottes Willen. Ja, da war was. Ich wusste es doch. Oh Gott, weg. Schnell weg. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh nein, nein, nein. Renn. Ja, ich glaube, hier hatte ich damals auch so meine Probleme. Au, 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 au. Oh, Junge. Ah, okay, okay, okay. Deswegen ist das manchmal so ein... Greift das manchmal nicht an. Ich habe dann dummerweise wie so eine Art Verteidigung gemacht oder sowas. Komm, komm, komm. Weg! 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 Renne, Junge! Oh, der Nächste. Oh, weg bloß. Ah, jetzt hat er mich doch erwischt. Gibt's ja nicht. Oh, ich weiß nicht, auf wen ich mich zuerst konzentrieren soll. Das ist doof. Weg, weg, weg. Oh, shit. Weg. Ah, jetzt. Super. Jetzt habe ich wenigstens den ersten schon mal weg. Talos-Tötung. Ein Talos so zu töten, bringt immer goldene Orbs ein. Jetzt weiß ich dummerweise nicht mehr, was goldene Orbs gemacht hatten. Ich glaube Heilung und rote Orbs. Also so eine Mischung aus grün und rot. Wulks. Schnell. Ah, der erwischt mich trotzdem dauernd. Wulks weg. Kreis, Kreis und dann kommt X. Okay, haben wir es geschafft. Sehr schön. Holla, die Waldfee. Okay, es ist wieder ein Zeichen für mich. Es hat gespeichert und das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um diesen Part zu beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Wir haben ziemlich viel geschafft in diesem Part und ja, das Ende rückt so langsam näher, würde ich mal sagen. Also sehr viel ist es nicht mehr. Wir haben zwar noch ein bisschen was vor uns, aber wenn ich mir so vorstelle, wie lange ich eigentlich damals gebraucht habe, um bis hierhin zu spielen, sind wir doch recht gut gewesen jetzt. Ach, ich muss die Leichen in Ruhe lassen, verdammt. Okay, sorry. Gut, dann wie gesagt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und viel Spaß weiterhin. Bis dahin, ciao, ciao. Hallo und willkommen zurück zu unserem Gewinnspiel von God of War Ascension. Dieses Mal, weil wir Ende des Jahres haben, ja, also Jahr 2013 geht vorbei und ein schreckliches Jahr.
Ich bin froh, dass es endlich vorbei ist. Auf jeden Fall habe ich mir deswegen überlegt, ich werde diesen Part 4 Spiele verlosen. Auch 4 Spiele, die noch nicht dabei waren und die wahrscheinlich dann doch etwas gehobener sind in der Art und Weise, was für Spiele das sind. Auf jeden Fall ist es so, dass ich die 4 Spiele wieder verlose. Ihr müsst auf jeden Fall Steam-Account haben. Ich werde diese direkt über Steam an euch versenden. Und ja, mehr gibt's jetzt eigentlich nicht so dazu zu beachten. Auf jeden Fall erstmal die Frage für dieses Mal. Und zwar, was für Elemente haben wir jetzt eigentlich oder welche Eigenschaften haben wir, die wir unserer Waffe zuteilen können per Tastendruck? Das ist jetzt meine Frage an euch. Das sind insgesamt sogar 4 Antwortmöglichkeiten, beziehungsweise alle 4 müssen genannt werden. Und ja. Schreibt es wie gesagt wieder in die Kommentare und viel Glück dabei. So, diesmal haben wir wieder ausgelost und zwar, wie ihr hier im Video sehen könnt. Danne hat gewonnen und herzlichen Glückwunsch dazu. Melde dich am besten bei mir. Und ich, also am besten per PN oder so, dann kann ich dir dann den Link dafür geben, um dieses Spiel zu aktivieren. Ja, das war's jetzt an der Stelle schon mal. Also erst einmal natürlich jetzt, was es für Spiele dieses Mal gibt. Zum ersten hätten wir Portal, also Teil 1. Als zweites dann Hitman 2, Silent Assassin. Das dritte Spiel, was ich verlose, ist Trine oder Trine, wahrscheinlich eher Trine, der erste Teil. Als letztes Spiel habe ich für euch Assassin's Creed 1, die Director's Cut Edition. Wenn euch eins dieser Spiele interessiert, könnt ihr ja mit beim Gewinnspiel mitmachen. Schreibt einfach die Antwortmöglichkeiten in die Kommentare rein. Ich schaue mir die alle an und dann wird, wie gesagt, nächste Woche wieder ausgelost. Gut, das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch viel Glück und bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao.